Oh mein Gott, Freunde, heute wird das Glücksrad die Farbe bestimmen, die ich für 24 Stunden kaufen muss. Dabei muss ich sowohl essen, als auch trinken, als auch Gegenstände kaufen, die das Glücksrad bestimmt, Freunde. Also, Freunde, ich habe auf jeden Fall jetzt richtig Hunger und ich bin gespannt, welche Farbe ich mir im McDonald's kaufen muss. Die Farbe geht dann übrigens für Getränk und für Essen, Leute. Das heißt, wünscht mir Glück, würde sagen, wir gehen jetzt zum Glücksrad. So, Leute, mal schauen, welche Farbe kommt, genau. Und es kommt! Warte, was? Nein, Digga. Junge, grün? Digga, was soll ich denn Grünes im McDonald's holen? Eieiei, Leute, ich habe gar keinen Plan, ey. Wir werden sehen. Ich würde sagen, let's go. Also, Leute, wir machen jetzt bestellen. Ich habe richtig Hunger und Durst. Ich sag euch ehrlich, wenn ich hier nichts Grünes finde, raste ich aus, Alter. Und jetzt müssen wir mal schauen. Wir gucken erstmal hier bei Burgern. Leute, ich hoffe, es gibt einen grünen Burger, Bro. Nein, Junge, es gibt keinen grünen Burger. Oh mein Gott, nein. Digga, nein, ein Salat. Junge, ich habe gar keinen Bock auf Salat, Leute. Wer geht zu McDonald's, holt sich einen Salat, bitte. Junge, ich muss, glaube ich, hier diesen Snack-Salad nehmen, Leute. Das ist das einzige Grüne. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir trotzdem bei den Getränken. Vielleicht finden wir ja irgendein Getränk zumindest, was grün ist. Oh, ja, hier Sprite. Okay, Sprite kann man sagen, ist grün. Leute, meine grüne Bestellung bei McDonald's. Kannst du gerne nochmal zeigen. Ich habe überhaupt keinen Bock. Also, Freunde, jetzt kommt auf jeden Fall hier der Taste-Test einmal. Ich habe gar keinen Bock, ich bin ehrlich, Leute. Also, wie gesagt, Sprite ist an sich ja grün, aber halt jetzt nicht in diesem Becher. Das darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Mhm. Oh ja, die Sprite schmeckt gut. Sprite schmeckt sehr gut, aber ein bisschen wenig Kohlensäure. Und Leute, jetzt kommt der Salat auf jeden Fall. Bro, Bro, WTF, was ist das denn, Alter? Ja, okay, immerhin sind noch Tomaten dabei, Leute. Du weißt schon, dass du nur die grünen Sachen essen darfst, nur den Salat. Junge, ist dein Ernst? Oh mein Gott, ja komm, okay, von mir aus esse ich nur diese, ey, Junge, diese richtig trockenen grünen Blätter, Alter. Wie gut? Mm, das ist schon so eine 0 von 10. Also Leute, wir sind als nächstes im 1-Euro-Laden. Ihr seht schon Teddy hinter mir auf jeden Fall. Dort kostet alles 1 Euro im Laden, ihr wisst es vielleicht. Und wir gucken jetzt mal, welche Farbe rauskommt. Und es ist White. Weiß, Leute. Okay, das bedeutet, wir müssen etwas Weißes kaufen. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich würde sagen, let's go. Wir gehen mal rein, Leute. Also Leute, wir müssen jetzt auf jeden Fall etwas Weißes hier finden. Ich würde sagen, wir schauen hier mal. Hier gibt es auf jeden Fall interessante Sachen, würde ich mal sagen. Oh mein Gott, Digga, hier gibt es so einen Fidget Spinner. Leute, kennt ihr noch den Trend von damals? Also ich hatte selbst nie einen Fidget Spinner, aber ich kenne das noch. Ich will den unbedingt nehmen. Ich würde sagen, der ist hauptsächlich weiß. Das zählt auf jeden Fall. Ey, ich habe richtig Bock, den gleich so auszutesten und so zu spinnen. Komm, wir gehen hier mal rein. Also guck mal, hier gibt es einfach so einen Harry Potter, Digga. Wie gesagt, das ist ja der 1-Euro-Laden, Leute. Ha, Digga, guck dir das mal an. Das sind so Socken mit so einem Kack-Emoji. Dann mit so einem, mit so einem wütenden Sonnenbrille. LOL Friday. Oh, guck mal, der feiert so. Das ist auf jeden Fall cool. Dann so Saturday. Und der hat wieder keinen Bock auf Schule, Leute. Die sind cool, die Socken. Alter, für 1 Euro auf jeden Fall heftig. Aber ich würde sagen, guck nochmal hier. Okay, hier unten sind auch noch so weiße. LOL, Digga, wie geil sind die denn, Digga? Das sind einfach Einhorn-Hausschuhe. Ey, das ist sogar die Größe von meiner Freundin, Leute. 36, 37. Ich würde sagen, die bringe ich einfach mal meiner Freundin mit. Wahrscheinlich wird sie mich hassen dafür. Aber ja, an meine Freundin bekommst du die auf jeden Fall von mir. Okay, Leute, ich würde sagen, gucken vielleicht nochmal in der Süßigkeitenabteilung kurz. Mal gucken, vielleicht finde ich auch was Cooles in Weiß. Das wäre Weiß. Alter, das ist eine Toilette, Digga. Oder? Potty Star, Digga. Das ist einfach eine Toilette. Komm, wir müssen die nehmen, Leute. Das ist einfach so eine Toilette. Das ist ja witzig. Dann tut man diese diesen Lolli in so diese Toilette rein. Okay, krass. Also, Freunde, wir testen jetzt auf jeden Fall die ganzen Sachen. Ihr seht schon diese Tüte alleine schon. Da habe ich natürlich extra auch eine weiße genommen. Ui, Kylo, Feini. Ui. Ich würde sagen, wir testen mal jetzt die ganzen Produkte, Leute. Und zwar einmal hier natürlich die Schlappen. Die ziehe ich jetzt mal so kurz hier an dem einen Fuß. Und? Findest du fresh? Ja, die passen auf jeden Fall. Ja, die passen auf jeden Fall gut, ne? Dann, Alter, darauf bin ich unnormal gespannt. Der Fidget Spinner. Wir gucken, ob der ein gutes Kugellager hat, Leute. Ey, bisher muss ich sagen, also gut, Maggis war nicht so geil. Aber hier finde ich die Sachen richtig geil gewesen. Vor allem für 1 Euro nur. Oh, Leute, so sieht der Fidget Spinner aus. Oh. Oh, Digga. Meine Güte, geht ab. Ich glaube, darauf bin ich am meisten gehypt, Leute. Das ist einfach Skibidi Toilet.
als Süßigkeit. Da muss man einfach diesen Lolli in die Toilette tunken. Und das ist so gelb in der Toilette, ihr seht das. Jetzt muss man hier diesen Klodeckel öffnen. Guck dir das mal an, was da in der Toilette drin ist. Junge. Okay, Leute, ich nehme direkt den braunen Lolli. Das wollt ihr doch alle sehen. Das ist quasi dann das, was in der Toilette drin ist. Das sieht so ein bisschen aus wie dieser Urinstein. So, Leute, hier haben wir auf jeden Fall den braunen Lolli. Ich probiere ihn jetzt erstmal so. Ach, lol. Das ist... Und jetzt, Leute, der wird jetzt hier richtig reingetunkt in die Toilette. Boah, mal schauen, wie das jetzt schmeckt. Oh. Das ist eine Teil, wo man diese Toilette sauber macht. Ja, ja, stimmt, das ist so eine Klobürste, Leute. Hä? Also Leute, als nächstes sind wir hier im Schuhladen und die Farbe, die ich jetzt am Glücksrad drehe, wird die Farbe entscheiden von meinen Schuhen, die ich jetzt kaufe. Das bedeutet, ich hoffe auf jeden Fall, es kommt weiß, schwarz oder grau oder sowas. Das wäre auf jeden Fall mega nice. Ich hoffe, es kommt nichts Buntes oder so. Mal schauen, welche Farbe kommt. Ich will auf jeden Fall nichts Buntes. Nein, Digga. Rot. Ich finde, rot ist die schlimmste Farbe bei Schuhen. Wer läuft bitte mit roten Schuhen rum, Junge? Ich bin behindert gewesen. Ey, Leute. Schaut mal. Ey, der wäre ja unnormal geil. Aber das Problem ist, der hat schwarz noch mit dabei und weiß. Und ich würde sagen, ich bin ja keine Pussy, deswegen machen wir diese Challenge echt. Oh mein Gott, ich glaube, wir haben den gefunden, den wir uns holen, Leute. Der ist komplett rot, da kann man nichts sagen. Der sieht so lost aus. Aber den holen wir uns jetzt, Leute, würde ich sagen. So, Leute, ihr habt es gesehen, wir haben die Schuhe gekauft. Und jetzt werde ich die direkt anziehen. Das sind die hässlichsten Schuhe, die ich mir jemals gekauft habe. Kein Spaß. So, Leute, und jetzt werden auf jeden Fall meine Schuhe einmal getauscht. Also meine schönen Nikes, schwarz-weiß, Leute. Ich glaube, danach werde ich angeguckt wie so ein Alien hier in der Innenstadt, oder? Eieiei, Digga, guck dir die mal an. Junge, was ist das? Also Leute, der erste Schuh kommt schon mal. Ich glaube, wenn ich so nach Hause komme, Leute, ich krieg no joke Ärger mit meiner Freundin, wenn die das sieht. Okay, Leute, Outfit-Check einmal. Kannst du von oben nach unten filmen. Okay, einmal Outfit-Check. Ich sehe so lost aus damit, Digga. Ich sehe aus, Digga, wie so ein Alien oder so. Aber Leute, ist okay. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Store. Let's go. Ich grüße die 6A aus Wilhelm-Wundt-Realschule. Sehr geil. Also Leute, wir gehen jetzt als nächstes in den Lego Store. Und da müssen wir natürlich jetzt auch etwas kaufen, wo die Farbe eben dann auch passt. Ich würde sagen, komm mal her. Die Farbe wird jetzt auf jeden Fall entscheiden, was wir kaufen müssen. Freunde, oh mein Gott, es ist so knapp. Und wir müssen etwas Schwarzes kaufen von Lego. Okay, ich würde sagen, ich habe keine Ahnung, was es da so gibt. Wir schauen jetzt einfach mal rein und holen etwas. Let's go. Also Freunde, wir sind jetzt hier im Lego-Store und wir müssen ja etwas komplett Schwarzes kaufen. Ich finde, ey, ich feiere Lego unnormal, Leute. Und ich würde auch sagen, als kleines Special, das, was wir jetzt kaufen, verschenken wir gleich auf der Straße an jemanden. Boah, guck mal, das wäre krass schon mal. Das ist, würde ich sagen, komplett schwarz. Batmobil. Das ist sehr cool. Mit so einer Flamme hinten sogar in Blau. Hm, das wäre schon mal krass. Hier gibt es auch so ein Motorrad komplett schwarz. Hier gibt es so einen Batman, Digga. Der wäre auf jeden Fall komplett schwarz. Oder hier, oh, guck mal, Venom. Venom ist sehr krass hier. Oh mein Gott, okay. Alter, Digga, das ist zu heftig. Guckt euch das an. So ein ultra heftiges Star Wars Raumschiff. Das nehmen wir. Komplett schwarz, passt perfekt. Das nehmen wir. Leute, wir versuchen den in dem MAP-Trikot. Hi, Entschuldigung. Hi. Eine kurze Frage. Feierst du Batman? Findest du Batman cool? Ja? Okay, weil dann hätte ich auf jeden Fall eine Überraschung für dich, wenn das okay ist. Auch für sie. Okay. Also. Achso, und Star Wars auch? Star Wars auch? Ja. Okay, sehr cool. Dann habe ich auf jeden Fall ein Geschenk für dich. Heute extra. Willst du mal schauen, was drin ist? Und schauen wir mal, was drin ist. Oha! Ja, also von Lego einfach mal ein Star Wars Raumschiff. Ich hoffe, es gefällt dir. Ja. Ist cool? Ja, genau. Dann wünsche ich damit viel Spaß und schönen Tag euch noch, ne? Ja, sehr gerne. Ciao, ciao. Leute, ich habe einfach Batman gesagt, wie dumm bin ich. Aber ich meinte Star Wars. Okay, das war's komplett. Weiter geht's. Also Freunde, wir sind jetzt hier bei Mediamarkt, aber ich würde sagen, heute machen wir es mal ein bisschen mehr special und wir werden heute in die Apple-Abteilung gehen. Das heißt, egal welche Farbe jetzt kommt, ich werde mir ein Apple-Produkt in der Farbe holen, Leute. Und ich würde sagen,
Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal zum Glücksrad. Okay, wir schauen, welche Farbe kommt dran, Freunde. Und nein, Junge, pink. Digga, nein, oder? Digga, ich muss jetzt ein pinkes Apple-Produkt holen, Junge. Alter, Bro. Ey, das ist die schlimmste Farbe, die es gibt für mich. Kein Spaß jetzt. Glaubst du, es gibt so pinke iPhones oder so? Aua, Geldbeutel, sage ich schon mal. Let's go, Mann. Also Leute, ihr habt ja gesehen, wir müssen etwas in Pink heute kaufen. Ich habe auf jeden Fall gar keinen Bock, das ist meine Hassfarbe, bin ich ehrlich mit euch. Aber wir sind ja hier bei den ganzen iPhones, Leute. Wir haben hier alles mögliche, iPhone 13, iPhone 14, übrigens im Mediamarkt in Mannheim. Liebe Grüße gehen raus an das Team. Dann einmal noch hier iPhone 14, Junge. Hier sehen wir schon, ah, guck mal, von den Farben her. Oh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hätte rausnehmen dürfen oder ob es so ein Alarm angeht. Aber schau mal, das ist auch rot. Vielleicht filmst du so von der anderen Seite so ein bisschen. Ja? Ah ja, guck mal hier. Zack, das wäre so rot. Das würde ich sagen, zählt vielleicht auch noch so als pink. Dann haben wir auf jeden Fall hier iPhone 14 Plus. Pro und Pro Max, Junge. Okay, das ist halt komplett krank. Aber das gibt es zum Beispiel nur in dunkellila. Also das gibt es zum Beispiel gar nicht in pink, Leute. Wir müssen jetzt auf jeden Fall einen Mitarbeiter fragen. Ich habe gar keinen Bock, Leute, ein pinkes Apple-Produkt zu kaufen, Digga. Ich mache aber übrigens deswegen Apple, weil das natürlich jetzt hier ein sehr krasses Special ist, Leute. Mal schauen, was ich mit dem iPhone mache. Ich würde sagen, ich frage mal einen Mitarbeiter erstmal. Okay, Leute, hier ist auf jeden Fall das ganze iPhone. Und ich würde sagen, wir packen das jetzt mal draußen aus und ihr seht es, wie es aussieht. Junge, das war's komplett, ey. Also Leute, ich bin auf jeden Fall mit dem iPhone jetzt raus. Wir haben es wirklich gekauft. Ihr seht es auf jeden Fall in pink, beziehungsweise, ja doch, ich würde sagen, das ist pink. Wir tun das Ganze mal hier einmal aufziehen. Es hat sehr viel gekostet, Leute. Sehr, sehr viel Geld. Aber ich würde sagen, let's go. Wir öffnen das iPhone. Junge, guck dir das mal an. Ja, was steht da unten? Product. Lol, da steht einfach so Product, okay? Ich weiß jetzt nicht, was das zu bedeuten hat, Leute. Hey, Leute, schreibt mal in die Kommentare, würdet ihr dieses iPhone für 200 Euro lieber nehmen oder für 500 Euro ein schwarzes oder weißes zum Beispiel? Würde mich mal sehr interessieren, was ihr lieber nehmen würdet. Aber Leute, war ein krasses Video. Lasst unbedingt ein Like da. Wir sehen uns. Oh, bis dann. Ciao, ciao.